Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der LPG Schwarzen Pumpe zusammen mit der McManus und Tom das Landei. Hi Leute. Hallo. So, hier Tom. Na, hängt jetzt. Boah, was ist denn? Du kannst die Ballenpresse dir ranhängen und hängst den Hänger noch mit hinten ran. Ich schaff erstmal die Ladung. Weg. Sieht immer gleich, wo Tom war, ey. Da liegen 1000 Ballen rum. Ja. Mit den Hängern. Füsi. Ja. Häng mal einen Anhänger ab. Naja, das ist halt auch ungünstige Position. So, häng mal die Ballenpresse dran. Mit den Hängern muss man mit Gefühl fahren. Ja, vor allen Dingen mit so viel Ballen drin, ja. Das ist klar. So, fahr mal hier vor. So, warte. Warte, ich stell dir den gleich so hin. Die haben da so eine sehr hohe Schwerpunktlage, die hängen. Und an der Seite hast du den Pinobel dran. Siehst du den? Ja. Die Stange da. Da muss den Anhänger dran. Genau. Ja doch, rum, nee. Rum mit dem Arsch. Ey, Mann, nicht am frühen Morgen hier. Am frühen Morgen ist rum, Junge. Ich glaube, der holt gleich die Flex raus, ey. Oh, Tino, bitte, mach mal eben, ey. Mach mal eben. Ja, hat schon gerade ausgeschaltet. Okay, was hast du gerade gesagt? Es ist halt auch dieser hässliche Reutenknicklenker, ey. Ohne Scheiß. Aber kommt doch ein grünen Frosch, hä? Naja. Kurz nach 10 fängt es an mit Regnen, Friesi, kann ich dir schon sagen. Da möchte ich dir mal bitte ein Ostfriesenerz suchen. Damit es dir ein Sitzen hier einweicht. Dankeschön. Ja, dann nimmst du bitte mal einen anderen Träger, weil das ist doch ein Wegwurf, das Ding. Für sowas, jetzt mal ohne Mist. So, einfach nur das Teil anschalten und dann ab hier die Lütze. LOL. Ich sehe es zweimal da, ich bring mich um. Was? Du stehst hier noch auf dem Feld. Fühlst du zweimal da, ich bring mich um als Mann. Ich lass das mal auf der Zunge zergehen, wenn das wirklich so wäre, Alter. Ah, hätten wir hier doppelt Spaß. Oh, ne. Nein, wird man vielleicht verraten? Ne, wird man nicht. Halt die Klappe, ey. Da wollte wenigstens vor Ihnen was fertig werden, hä? Wolltest du jetzt gerade sagen? Ja. Da. Bam, bam, bam. Du musst dann ab und zu musst du mal voll auf die Eisen gehen, dass die Ballen vorrutschen im Anhänger. Jo. Sind das hier die größten Ballen der Welt oder? Bist schon wieder am Müll? kommt zwei Folgen zu spät hier. Und dann macht er sich noch über unsere Ballen lustig, Tom. Ein kleiner handliche Ballen, die du früher immer mitgehen lassen konntest. Genau. Die Kleinbauern haben jeden Ballen gebraucht für ihre Kornickel. Hau mal auf die Bremse, Alter, sie rutschen. Ja. Würde ich schon sagen, vor allen Dingen, weißt du, was das Schöne ist, Fusi? Die kannst du mit der Hand hochheben. Oh. Das heißt, du kriegst ja eine Schubkarre. Weil sie den Rest, der auf dem Feld liegt. Wir sollten uns eine Burg bauen. Eine Burg aus diesem Stromball. Und dann bewerfen wir uns damit. Ey, was ist das denn? Und dann machen wir Krieg, so, weißt du? Burg 1 gegen Burg 2.
McManus, pass auf! Bam, und dann kriegst du so ein Ding vom Kopf geschüttelt. Ja, hol dir lieber einen anderen Drecker. Ja, ohne Scheiße. Wie dieses Teil, Alter. Das ist doch. Damit kannst du hier ein bisschen mit dem Grubber auf dem Feld rumziehen, aber für den Fasching hier, da brauchst du mal was anderes. Musst du mal von deinem scheiß Neuzeit mal weggehen. Ja, so. Würde ich auch mal sagen. Hol mir doch mal eben einen. Ja, Moment. So, was haben wir denn überhaupt noch hier rumstehen? Das ist ja die Frage. Oh, der Johnny ist noch da. So, dann wird es auch Zeit, einen neuen Traktor zu kaufen. Würde ich auch sagen, lass uns mal den Deutsch-Dollar-Serie einfach hier reinknallen. Lustiger. So. Schöner 1206 Turbo Diesel? Ja, kauf mal. Oh, oh, oh. Was haben wir hier von Ursus? Die hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab mal gedacht, warum. Da ist schon lange im Mod-Ordner. Ich hab doch gesagt, spring ab und zu mal was Rustikales mit rein. Was ist ein Frontgewicht und mit Kupplung, ist klar, aber Frontheber ist der ganz normale Dings, oder was? Ja. Hier gibt's aber noch einen Frontladeranbau. Naja, Frontheber ist, wo du vorne, weißt du schon, was die neumodischen Urle haben, und der Frontlader ist halt, wo du die Gabel anbauen kannst. Was ist ein Frontgewicht und mit Kupplung? Ach, verstehe, der hat ein festes Gewicht vorne. Ja. Dann mache ich ein festes Gewicht vorne, oder? Ja. Weil wir brauchten ja einen mit Frontheber, wenn Winter kommt, für einen Schneeflug. Ja. Super. Hatten die damals keinen automatischen Sammler? Ah, jetzt hat er noch was gekauft. Ach du Scheiße. Jetzt wird's richtig teuer, ihr Bobbeles. Wie immer, Manus macht uns pleite. Alter, das der ist ja geil. Er. Der ist geil, ey. Oh, der Frontlader passt nicht so richtig, aber na gut. Geht mit dem Gewicht. Gut. So, warte mal, wo bin ich denn? Da hinten muss raus. Da kommt aber ein schwarzes Wölkchen aus dem Auspuff. Das ist ein schöner Traktor, der gefällt mir. ...160 PS, wie sie reicht für dich. Mehr kannst du ja, jemand muss mich mal abdanken. Ja, warte doch bitte. Hol mir einen Traktor, bring mir neue Anhänger, mach das, sag mal. Ich dachte, soll ich das noch alles machen? Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, wir wären noch im Rollentausch, Haushof Bergmann. Ja, dann, Entschuldigung. Lass dir Zeit, Tino, chill. Ja. Mach ich auch, ey. Kannst du mir mal einen Tee holen, bitte? Pfefferminztee für meinen Magen? Nee. Du so, musst, drück mal musst... bitte, stopp, drück mal bitte ausmachen. Weißt du, ausmachen? Eigentlich entladen. Z vor entladen. Z. Warte. Z. Oh, 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 oh. Naja, fast. Sause, auf die Hälfte. Die sehen so aus wie so leckere Karamellbonbons. Kennst du die? Ja, jetzt fangen sie an, die Strohballen zu fressen. Du sollst jetzt aus dem Traktor aussteigen hier. Meine Fresse. Guck dir mal. Stopp. Bevor du hier einfach einsteigst, wieder losbretterst und das Ding wieder behandelst wie so ein... Guck dir mal an, wie schön der aussieht. Sogar hier vorne das Lüfterrad dreht sich. Guck mal bitte. Ja? Das sollte man einfach mal auch alles dem Modder anerkennen, ja? Wer was ist, für eine was, Arbeit hier gemacht wer hat. Wer ist denn Jutke? Wer was? Jutke ist... Touch! Wer? Touch! Da war also ich glaub's ja wohl nicht. Da war früher mal bei uns mit auf dem Surfer. Und der hat den wo gemacht? Nee, das war's. Aber wieso, was ist denn das? Also ich kaufe hier von meinem Ursus-Händler des Vertrauens, ne? Kaufe ich hier einen wunderschönen Ursus, weil ich mir denke, hey, super. Und dann klebt da an der Seite schwarze Pumpe drauf. Naja klar, sag doch, die Fahrzeuge für uns sind personalisiert. Naja gut, jeder hat sein Wunschfahrzeug und da kriegt seinen Schriftzug in die Scheibe. Und was steht bei dir drauf, Trisi? Ich möchte auch einen Schriftzug in der Frontscheibe. Soll ich dir mein, kann ich dir meinen Namen schreiben und du schreibst das auf dem, schreibst das auf die Frontscheibe? Von der ist, ne? Muss ich noch gucken, ich will ja eigentlich den Fendt 800. Das wird ja mein neuer Traktor. Wenn der das kriegt, will ich das auch.
Nee, willst du nicht. So, ich sag dir, was drauf muss. Ich schreib's lieber vor wegen Buchstabieren, das wird nix. Oh, weia, das muss ich ja mir buchstabieren, ey. So wie es da steht. Ja. Geht das in Gang? Schon wieder. Krieg mal hin, oder? Muss mir nachher hinterher bloß den Link zu dem Trecker geben und dann machst du das fertig. Jawohl. Mach es da. Und Friesi war ja so gut, der hat sich einen Trecker rausgesucht ohne Frontscheibe, da habe ich keine Arbeit. Wir haben ja gerade eine Menge Geld ausgegeben, gell? Das heißt, wir brauchen auch wieder ein bisschen Geld. Warte mal, ich guck mal, was wir für den Deutsch. Ich übernehme den Hänger. Guck mal, was wir für den Deutsch kriegen würden. Und du kannst mit den anderen Hänger weitermachen. Also ohne Scheiß, für den Deutsch würden wir 88.000 kriegen. Was die Finger von dem Deutsch und knallt hat hier. Aber der steht gerade jetzt genau auf Verkaufstrigger. So, na gut. Na komm, wenn du Eier hast, trau dich. Da wäre ich vorsichtig. Mit solchen Sprüchen. Da wäre ich vorsichtig. Ah, du kriegst auch mit dem anderen Träger nicht hin, oder? Den Anhänger anzuhängen. Doch. Glaublich. Boah, wo ist denn eigentlich die vollen Anhänger? Ach, Tom fährt ab, oder? Ich fahre ihn ab, ja. Überlege, ob ich den W50 hole mit der Pritsche, mit der langen. Ach so, der verträgt sich mit dem Ball, ne? Das habe ich nicht probiert und dadurch, dass der eine niedrige Ladeportwand hat, vermute ich mal, dass wir da Unifield drauf kriegen. Ah. Die Presse und die Sache ist einfach ein bisschen Spaß an der Freude, ein bisschen Gaudi. Gut. Das gehört für Sie. Hier geht's um Gaudi. Ja, finde ich toll. Bissi, sing mit, komm. Wir wollen Spaß. Spaß und ein bisschen Gaudi. Ein bisschen Gaudi. Das wollen wir. Sing mit. Nein. Wir wollen Spaß. Sing mit, sonst derbo, Junge. Ach nee. Und wie ist der neue Traktor? Ja, wenn der grün wäre, wäre er schöner, ne? Gab's nicht in grün. Wir liegen echt. Aber die Ballen verschwinden dann wirklich, wenn es regnet, weil ja. Das wäre echt scheiße, wenn die hier überall rumliegen. Nee, die lösen sich in Luft auf. Das ist gut. Aber nur hier. Oh, was ist denn jetzt? Da kommen sie gleich nicht hoch. Oh, easy. Weniger rauchen, mehr Obst essen. Kennst doch, das Obst und Gemüse kennt er bloß auf dem Burger und auf dem. Ist doch schön. Auf dem Döner. Also, oh, Döner ist geil, ey. Döner, ich liebe Döner. Ich bin schon Döner-Fan. Was guck einfach jetzt? Nicht in den Spiegel. Gut, nee. Wir sind mal Vollbremsung. Jawohl. Jawohl, Freezy. Jawohl. Unser Mann. Was macht Spaß? Ja, also, ja. Hast du Gaudi? Ich hab die Gaudi am Start, du. Ben. Freut mich. Wie teuer ist die 1080? Oh. 400 bestimmt. Okay. Warum? Ich hole mir einen neuen PC. Ach, bestell das einfach. Konfigurierst doch nebenbei hier schon wieder PC. Halt mal bitte an, dein Anhänger ist voll. Ja, oder fahrt noch bis hoch. Mal gucken, es gibt schon noch einen hier. Dann nochmal Vollbremsung bitte. Und dann entlernen. Moment, leer die Scheiße, was machst denn du, Alter? Ich wollte das noch ein bisschen zurechtruckeln. Spring mal drauf. Immer noch K. Z. Nee, Z.
Set zum Entleeren. Geht aber nicht. Musst du Ballpresse anwählen? Ja, hab ich doch, du Flaube. Ich glaube, ja gut. Du, Leute, mal jetzt zur Verabschiedung mal was Privates. Vielleicht haben wir nicht noch eine Folge? Ja, nee. Ach so, wisst ihr. Okay. Und zwar jetzt die Folge, das müsste die vom Sonnabend sein. Ah ja, stimmt. Da bin ja. ich bei meinem Bruder. Das letzte Mal war wahrscheinlich, da liegt im Sterben, wie es so schön heißt, keine Überlebenschance. Und einfach mal hier, hat halt Krebs. Wenn man ihm gegenüber sitzt, ist es halt blöd, wie man sich da ausdrückt. Darauf bereitet niemand ihn vor, wenn der Bruder vor einem geht. Ist eben ein scheiß Gefühl. Deswegen, nächstes Wochenende besuche ich halt meinen Bruder zum letzten Mal, wie es so schön heißt. Im dümmsten Fall. Deswegen mal persönlich jetzt, wenn er die Folge naht, mal anschaut. Gute Besserung wäre blöd, wäre gelogen. Ich kann dir bloß wünschen, hab noch ein paar schmerzfreie Wochen, Carsten. Alle hier, ich würde auch sagen, nicht bloß ich, auch alle wünschen dir noch ein paar schöne Tage mit deiner Frau und deiner Tochter. Halt durch, lass es dir gut gehen. Mach's gut.